Let's go. Angestaute Aggression beim Chocobo-Rennen. Noch eine Meile, das ist echt ganz schön weit noch. Ey, dieses Spiel ist einfach so krass riesig. What are you buying? Ach, das habe ich so. Das hat mich immer gefreut. We're selling. Imperials above us! Thanks. Habe ich jetzt auch überlegt, ob ich Resident Evil 4 nochmal spielen sollte. Dann werde ich auch Bock drauf. Jetzt wo es das in dieser leicht überarbeiteten PC-Variante gibt. Damals noch auf dem Gamecube gezockt. Ach so, das ist aus Diablo 1, das wusste ich gar nicht. Ah. Thanks, buddy. Nee, siehst du? Fand's einfach nur so witzig. Die Namen der Zauber sind aber irgendwie übergreifend bei den Spielen. Beziehungsweise bei den ersten Spielen hieß es ja noch Feuer, Feuer 1, Feuer 2. Und dann später haben sie Feuer, Feurer, Feuger draus gemacht. Oder halt im Englischen Fire, Firer, Feiger. So, gekämpft wird jetzt aber nicht. Easy now. Ja, es war bei den ganz frühen Rollenspielen in den 80ern noch so. Wobei das Viech ganz interessant aussieht. Wollen wir das umhauen? Dann ist es wieder so eine Kröte, ne? Egal, komm, das hauen wir jetzt noch um. Thanks for the ride. We're outnumbered. I propose we take them out one by one. Could you propose a way to finish this faster? Here I am! One shot! How are we? Getting by. Hui! Es rollt! Pronto! Like you'd never ask! So. Oh, hi there, opening. Genau. Try this. I'm impressed. I think we can handle this. Und tschüss. What can I say? Where'd you learn that one, Nox? So wie bei Guybrush, wo sich so ein Name einfach über die Entwicklungszeit dann irgendwann ergibt. Oh, hi there, opening. Nice work, Radio. I'm Pronto, you're up.
hi there, opening. How? That's it. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Ja, Monkey Island ist auch so eine Reihe, wo ich eigentlich mal den dritten zumindest noch nachholen sollte, oder? Ob sich die danach noch lohnen, weiß ich nicht, aber der dritte zumindest könnte man schon noch machen. Ach man, ich finde, das sieht alles so geil aus in diesem Spiel. Let's go. Auch wenn natürlich, wie gesagt, es leider ein bisschen unter der schwachen Hardware leidet. Auf dem PC oder auf Xbox One X ist das wahrscheinlich echt nochmal was anderes. Aber das ist echt schon sehr schick. Imperials above us! Thanks. Heads up! Ja. Ich habe halt so Gemischtes gehört, aber eigentlich sind sich schon alle einig, dass der Dritte noch ganz cool ist. Boah, sind das viele! Nein, schon noch auf die, du Depp. Dankeschön. Pronto. Oh, hi there, opening. Fällt vom Himmel. Feisty little devils. Yep. None the worse for wear. Das Zeug, da sammeln wir noch ein. Aber hier aus dem Gebüsch mal wieder rausfinden. Wild Onion. Und es gibt ein neues Rezept. I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Alles danach super meh. Na, ich würde ja auch gern, Simon the Sorcerer gab es ja wohl noch, einen relativ neuen Teil, der noch ganz gut sein soll. Den würde ich eigentlich auch mal gern probieren. Also Simon the Sorcerer 3D war ja dann irgendwie ganz furchtbar. Dann kam, glaube ich, einer, der so mittelmäßig war. Und dann, glaube ich, kam nochmal ein guter raus. Oder irgendwie so. Knocked. Overhead. Beautiful Day, da gerade Landungsschiff der Gegner. Da sind doch echt viele, ein Glück können die nix. Ja, ich habe auch nur die. Ja, ich habe nur die ersten beiden gespielt. Easy now. Den dritten halt danach den. Den schlechten Kritiken gar nicht erst probiert. This is the spot. Let's find him quick. Yeah, need to help the poor guy. Thanks for the ride. Ein verletztes Tier, natürlich sofort hin. Will hier dauernd irgendwelche Viecher von irgendwelchen Monstern zerschnitzelt werden? Knocked. Do you have the medicine?
Ja, das habe ich auch gehört. Klar, use a potion. Was denn sonst? There. Ah, what a relief. You take care now. Let's be done with this riffraff. Und tschüss. A real good thing we found him first. We can take the good news back to Willis. He's gonna be handy. Er hat fast ein bisschen Mitleid mit diesen krassen Supersoldaten in ihren fetten Superrüstungen. Gladio! Try this! Nice work, Gladio! Weil die auch ganz schön ordentlich Damage machen, sehe ich gerade. Ja, dieser 3D-Hype hat damals echt viel zerstört. Und daher finde ich es umso cooler, dass es jetzt so einen teilweise natürlich auch überreizten Hype gibt. Aber, ja, halt, dass es jetzt wieder so ein Retro-Hype gibt. Wo man sich halt dann aufs Wesentliche konzentrieren kann. Während die fetten AAA-Titel ja trotzdem Platz haben. Knocked. Overhead. Yahoo! That must feel good. Knocked! You gotta try this! Yeah, I think they heard you. FTL, ja, FTL rockt. Muss ich ja nicht auch mal wieder spielen. Ist eigentlich ein ideales Spiel für unterwegs. Ich habe das eine Weile mal immer auf dem Laptop bei Bahnfahrten gespielt. Der Akku von meinem Laptop ist leider mittlerweile so defekt, dass es nicht mehr geht. Imperials above us! Thanks. Ja, ich habe leider auch den DLC nicht. Den müssen wir vielleicht mal holen. Also da gab es ja irgendwie ein DLC, ne? Und die ganzen Neuerungen sind dann größtenteils irgendwie dafür. Wobei ich glaube, dass sich auch schon bei der Standardversion relativ viel getan hat. Der DLC war gratis. Okay. Ich dachte, der kostet irgendwas. How many times? Enough talk. Time for some action. Nope. Ich glaube, das nächste Mal, wenn es irgendwohin so weit ist, dann fast travel ich wieder. Knocked. Overhead. Wobei wir beim Fast Travel natürlich den Chocobo nicht leveln. Yeah.
Alles klar, da muss ich mal gucken. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht. Oder installiert er sich dann auch automatisch? Might want to stock up on potions and stuff. Nice. You're being helpful for a change. What do you mean for a change? Wir können unserem Schokobo erstmal die neue. Medaille anpinnen. Oh, wir können auch neue Farben verteilen. Was hätten wir denn gerne? Roten Schokobo? Tada! Y'all come back now. Okay. Nee, muss ich auch probieren. Advanced hatte ich dann noch gar nicht. Ach, endlich höherer Schwierigkeitsgrad. Ne, ich habe ja sowieso meist nur auf leicht gespielt. Well, did y'all find the bird? Yeah, he's doing better now. Moving around. Is that right? Y'all did me a real good turn today. I owe you. I don't have much I can give y'all. But I can give you this for your chocobo. It's brand new. Krass, ist der Tag schon wieder rum, oder was? Say, ach echt? Y'all getting bored of my chow? I mean, I do serve the same thing all the time. I'm thinking, I gotta spice up the old menu. I want to be more particular about vegetables. Y'all see something nice, you bring round a bushel, all right? Okay. If we see anything. Nee, ich hab's natürlich dann hauptsächlich auf normal gespielt, aber die ersten paar Runden waren schon auf einfach, bis ich's ein paar Mal geschafft hab. 500 Stunden, ach krass. Nee, so viel habe ich nicht annähernd. So, y'all reckon this veg can spice up my menu, huh? Maybe. Can't hurt, right? Well, what's it taste like? Like something good? Yeah? Well, if y'all say so. Now I'll get myself in the kitchen and start cooking. Y'all be sure to give the new dish a try. Wobei auch manche Zeiten irgendwie manchmal nicht zählen, wenn ich offline spiele. Keine Ahnung. Ob die Steam-Anzeige da korrekt ist. Why? What's up? Wie viele Quests hat er denn? Folks say they saw her running for her life, all desperate like. Don't worry, we'll find her. Huh. Level 12. Okay. Na dann aber erstmal pennen. Und ich würde sagen, das haben wir dann mit dem Auto. So, he hopes to bring in customers by expanding the menu. It ain't easy, the restaurant business. And it's got nothing to do with this chocobos either. Whatever it takes to make ends. Hey, this one's pretty good. I know. I dig it too. Rums. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ich könnte uns auch ins Auto steigen, sagen, fahren uns zur Quest und einfach gucken, welches die nächste ist. Wird auch gar keine doofe Idee.
So, haben wir hier eine Minute. Hier eine Minute und wir haben hier eine Minute. Na, dann machen wir das. Ready for more? You bet. Let's hit it. I might have asked before, but is Ebony really all that good? I might have answered before, but yes it is. So richtig nah scheinen wir da nicht ranzukommen. Should be a nice change of pace. Na gut, dann nehmen wir jetzt ab hier das, den Schokobo. Easy now. Okay, die Viecher brauchen wir anscheinend für die Quest, na dann. Das wird ganz schön schwierig. Say your prayers. Of course. You're up. Ach Gott, und da kommen noch die Soldaten. Nice work, Gladio.
keine normale Potion mehr übrig. So. Was that perfect or what? I'll give you that. Das waren ganz schön viele. Kam mir jetzt nicht so weit vor, aber nein. Ist aber noch ganz schön weit. Let's go. Okay, 5 rote Frösche. Thanks for the ride. Gab's sowas nicht in Final Fantasy 9? Frösche fangen? Ist hier nix. Sind hier rote Frösche. Nur den ersten. Achso, stimmt, du spielst es ja immer alles in der richtigen Reihenfolge. This area is swarming with bugs. Worse. Ja, vielleicht werden wir hier mal demnächst die Sachen, die mir da so fehlen, noch nachholen. Final Fantasy 10. Nee, es war 12, ne? Kam ja irgendwie ein neues Remake gerade raus. Mal gucken, ob wir das dann mal spielen werden. Das kann ich nämlich auch noch nicht. Sollen denn hier Frösche sein? Also so insgesamt fehlen mir noch ziemlich viele Final Fantasy Spiele. 1 bis 5 habe ich nicht gespielt. 10 und 12 auch nicht. Alright. Dann fehlt mir natürlich noch 10, 2 und 13, 3 fehlt mir noch. Sitzen die alle irgendwo versteckt oder so wie der eine jetzt? Das ist ja schwierig. Imperials above us! Thanks. Damn son. Yeah.
Das ist ja furchtbar. Ich finde nichts. Ich höre es nur überall quaken. What? One minute it's pouring, the next it's over. Sudden weather changes. Think we'll see a rainbow? Knocked. Overhead. Ja, zumal die Frösche sind rot. Ich müsste die doch relativ einfach sehen können. Da ist einer. Hey, try not to squash it. Die sind schon ziemlich klein. Aber eigentlich sind die nicht rot und nicht irgendwie grün oder bläulich und liegen im Wasser. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da! Ah, the breeze feels good. Take care you don't hurt it. Oh Gott, noch zwei blöde Frösche. Nice work, Knocked. Ich fühle, dass das Quaken hier gerade relativ laut ist. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Real nice here. Makes me want to take a nap. Got it. Should do it. All the bounce has gone out of me. Let's present the hole to Sanya. The gift of frogs for a lady. Well, there's a first for everything. Cut! Yeah! Congratulations! Kick the Chocobo! Devastating kick! This'll be quick. Ey, echt, die Musik in dem Spiel ist fantastisch.
Ich muss echt sagen, dass es mir so insgesamt richtig gut gefällt. Man muss sich so am Anfang so ein bisschen an alles gewöhnen. We'll meet again. Aber die Quests sind cool, das Kampfsystem ist geil, die Musik ist geil, die Welt ist geil. Story gefällt mir, wir haben bisher noch nicht so richtig viel gesehen, gefällt mir aber auch gut. Wir fahren mal. Everything in order. Imperials above us! Ja, ja, ist egal. Sogar das Angeln macht Spaß. Also, wahrscheinlich nicht als Zuschauer, aber mir schon. Hey, who's up for a bite? Ich wollte nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes zu kaufen gibt. Again. What can I help you with today? Ich glaube, ich kaufe auch noch ein paar Potions. Thanks. Sonst, in den anderen Spielen haben Potions ja immer einen festen Betrag geheilt. Und hier ist einfach die Hälfte. Und das ist halt ziemlich gut. Repair Tools not compatible with the... also mit unserem Auto kann man das nicht benutzen, aber an sich... Ich kaufe einfach mal eins, weil Repair Kit. Ja, ich kaufe mal noch ein bisschen Angelkram. Thank you for coming. First day off in a good while. So, unsere Hunter-Quest müssen wir auch noch abgeben können. Hunter-Quest klingt immer so ein bisschen, als ob wir gerade mit Rexa was gewonnen hätten. Welcome. Bam. Nice work out there. Eine brauchen wir noch bis zum nächsten Rang. Grab some food before you go? Ja. How about it? Okay, die beiden haben wir fertig und die müssen wir erst annehmen. Also da müssen wir erst besser werden. The area pretty well. We'll see you around. Running low. Gotta fill up before we set out. Dann geben wir ihr mal die Kröten. Look at all these lovelies. Thank you, boys. Now my research can spring along. Research? From longer nights to earthquakes, there's been a lot of strange phenomena of late. The world's out of whack, and there's no end to the mysteries that want for solving. Mysteries like frogs. Yep, you see, red frogs only appeared recently. We don't know what gave rise to the mutation. But this tiny critter could hold the key to the world's mysteries in its webbed feet. Huh. Fascinating stuff, right? When can we help again? Couldn't say right now. Well, when you can, you let me know. For now, here's a token of my thanks for finding the frogs. Oh Gott, das sind alles ewig lange Questlines. Oh, und es gibt übelst viele EP. Und ein Achievement! Spinning a Yarn. Achso, 20 Sidequests. Hey, wanna be my study buddies? Okay, anscheinend momentan keine weitere Quest. Last name, Jaeger, if I'm not mistaken. Took you long enough to make the connection. Sanya, who? Sanya Jaeger, famed professor of biology. Her works have been published the world over. Whoa, she's a big deal.
You sure don't get that impression. So, was ist denn noch für Quests, die jetzt irgendwie nah dran sind? Das hat noch eine Minute, das ist aber nur nachts. Das könnten wir aber eigentlich mal machen. Können wir einfach bis nachts warten? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oder ist immer bis zum nächsten Tag? Immer. Eigentlich müsste ich doch auch irgendwie warten können, oder? Ich glaube, dann übernachten die bis zum nächsten Morgen. It's cool. Ja. Na egal. Dann erstmal eine andere Quest. Das sieht cool aus. Ich glaube, man kann bei den Jägertypen sagen, man würde gern bis nachts warten. Ich guck mal. Morning. Back at ya. Oder wird es einem angeboten, wenn man die Quest auswählt, vielleicht? Also wenn man hier eine Quest auswählen kann, die man nur nachts macht, machen kann, dann geht's meistens. Are you willing to do our dirty work? Ja. Alles Tagsviecher. We'll see you around. Mal gucken, ob es geht, wenn man es als Ziel wählt. Everything in order. Yep. All right. Na, dann fahren wir wahrscheinlich von da direkt weiter. Müssen ja nicht mal tanken. So Nacht, haven't taken pics of whatever catches my eye, but what do you want to see? Mich. What does it matter? Not my camera. Yeah, I guess you have a point. Ja, also ja, mal aussuchen.